Gina Schumacher hat nach ihrer Hochzeit ihren Nachnamen geändert. Dafür wird sie vom Ex-Manager ihres Vaters scharf kritisiert. Nach Gina Schumachers Hochzeit am 28. September auf dem Familienanwesen auf Mallorca hat die 27-jährige Tochter von Rennfahrerlegende Michael Schumacher, 55, entschieden, den Nachnamen ihres Mannes Ian Bethke, 29, anzunehmen. Diese Entscheidung von Gina Schumacher hat für Aufsehen und Kritik gesorgt, insbesondere von einem langjährigen Weggefährten der Familie, Willi Weber, 82. Ex-Schumi-Manager kritisiert Gina. Das ist eine Marke. Willi Weber, der über viele Jahre hinweg Michael Schumachers Manager und enger Freund der Familie war, kann diesen Schritt nach Ginas traumhafter Hochzeit nicht nachvollziehen. Warum legt man einen so großen Namen einfach ab? Ich verstehe das nicht. So einen Namen aufzugeben, das ist eine Marke. Er ist doch mit ihrem Vater verbunden, äußerte er im Gespräch mit Bild.de. Weber machte deutlich, ich hätte das nicht gemacht. Dennoch respektiert er Ginas Entscheidung als ihre eigene. Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber war zur Hochzeit nicht eingeladen und erzählte, Bild.de, dass er selbst bei einer Einladung nicht teilgenommen hätte. Mir geht es gesundheitlich momentan nicht gut. Ich hätte keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen. Der Kontakt zu Gina sei seit dem schweren Skiunfall ihres Vaters Michael im Jahr 2013 abgebrochen. Weber erklärte, seit dem Unfall von Michael wollte ich auch nicht mehr. Ich habe unter den Folgen seines Unfalls genug gelitten. 3 Jahre lang, das reicht. Gina hält weiter an berühmten Nachnamen fest. Obwohl sie auf Facebook bereits den Namen Gina Bethke führt, nennt sie sich auf Instagram weiterhin Gina Schumacher. Das zeigt, dass sie ihren Mädchennamen bislang nicht vollständig aufgegeben hat. Bei einem Turnier in Texas trat sie als Gina Schumacher Bethke an, was darauf hinweist, dass sie möglicherweise einen Doppelnamen angenommen hat. Die professionelle Reiterin hat ihre Namensänderung bisher nicht kommentiert.